Hallo und willkommen zu einem neuen Age of Empires 2 Video. Heute möchte ich wieder ein paar Kurztipps abgeben, denn ich habe mich jetzt länger schon nicht gemeldet, beziehungsweise ich war im Urlaub, deshalb gab es lange keine Videos mehr und demnächst wird es auch nicht mehr so viele Videos geben, weil mein Studium, also mein Masterstudium demnächst anfängt. Deshalb muss ich mal schnell ein paar neue Videos machen, habe ich mir gedacht. Und dieser Kurztipp ist sehr, sehr wichtig, denn es geht um das Anlocken von Tieren, unter anderem eben Wildschweine, aber auch Rehe gehören dazu. Und hier habe ich jetzt einfach mal im Editor ein typisches Szenario gemacht, wo man dann schon seiner 7, 8 Dorfbewohner hat so. Ich weiß nicht, hier habe ich glaube ich 8 gemacht gerade. Normalerweise hat man so 6 auf den Schafen natürlich und dann ist es, habe ich jetzt ein Szenario gemacht, wo es sehr, sehr einfach wäre, die Tiere anzulocken und ich sehe ja eben sehr oft Fehler da drin. Deshalb wollte ich das mal eben hier zeigen. Also, normalerweise hat man eben schon mal eine Reihe von Dorfbewohnern unterm Dorfzentrum, wenn man das Wildschwein anlocken sollte. Normalerweise macht man das ungefähr, wenn man gerade die Dorfbewohner aufs Holz geschickt hat. Also normalerweise fängt man mit 6 auf Schafen an, dann kommt 3 oder 4 auf Holz und danach würde man dann das Wildschwein anlocken. Und gehen wir jetzt einfach mal davon aus, es wäre jetzt diese Situation. So, das Wildschwein, das ich jetzt in diesem Szenario platziert habe, ist sehr, sehr nah. Das ist jetzt absichtlich so gemacht und die Rehe sind auch sehr nah, weil das alles nur erstmal zu Anschauungszwecken ist. Und Fehler, die ich häufig sehe, sind, Spieler laufen los, schießen das Wildschwein einmal an und laufen dann zurück. Das ist schon mal falsch, denn das Wildschwein wird den Dorfbewohner nicht lang genug verfolgen, wenn es nur einmal angeschossen wird. Man muss es zweimal anschießen und kann dann erst zurücklaufen. Ein weiterer Fehler ist, dass es, wenn der Dorfbewohner zurückläuft, dass er muss natürlich irgendwann einquartiert werden, also wahrscheinlich, damit er nicht stirbt. Und ganz, ganz oft sehe ich, dass das eben zu früh gemacht wird. Also ihr dürft auf keinen Fall schießen und dann sofort auf Einquartieren klicken. Das wird so nicht funktionieren, denn der Dorfbewohner quartiert sich ein, sobald er so in diesem Areal ist. Und dann können die Dorfbewohner, die anderen Dorfbewohner, das Wildschwein nicht mehr übernehmen. Also sobald der Dorfbewohner außer Reichweite des Wildschweins ist, also im Dorfzentrum, wird das Wildschwein sofort zurücklaufen, wenn es nicht schon von einem anderen Dorfbewohner angegriffen wird. Das heißt, es muss jetzt so aussehen. Mir schießt zweimal drauf, eins, zwei, dann geht es zurück und man klickt auf ein Areal um das Dorfzentrum herum, also nicht einquartieren. Und versucht dann auch, das mit dem Schaf, das angefangen ist, abzupassen. Also das hier ist jetzt gleich fertig. So. Und jetzt kann man mit denen hier schon mal angreifen. Jetzt ist das Wildschwein auch von denen angegriffen. Jetzt kann ich einquartieren. Und es wird von diesen Dorfbewohnern immer noch angegriffen. Und natürlich muss man den Dorfbewohner auch wieder ausquartieren. So, jetzt habt ihr gesehen, man schießt zweimal an, läuft zurück, übernimmt das Schwein mit den anderen Dorfbewohnern. Also auf keinen Fall einquartieren, bevor das der Fall ist. Und dann kann man den Dorfbewohner einquartieren, sobald das Wildschwein von den anderen Dorfbewohnern angegriffen wird. Im besten Fall sollte man immer darauf warten, dass das angefangene Schaf bereits mehr oder weniger fertig ist. Aber es ist nicht schlimm, wenn das Schaf noch ein bisschen Nahrung drauf hat, kann man dann noch ein, zwei Dorfbewohner so lange draufstecken. So, jetzt gibt es noch etwas anderes, was ich zeigen wollte, und zwar die Rehe. Die kann man nämlich auch anlocken. In der HD-Version ist es ein bisschen schwieriger, weil die seltsam reagieren, aber man macht das mit dem Scout. Man läuft im Prinzip einfach in die Nähe eines Rehes und dann läuft es im Optimalfall in die Richtung, in der man sozusagen gerade läuft. Und so kann man die Rehe im Prinzip in das Dorfzentrum reinpushen, wie ich das jetzt gerade mache. Und dann macht man das optimalerweise so, dass, jetzt ist das hier schon ziemlich nah. Macht man das in der. Jetzt habe ich. Ja gut, das habe ich ein bisschen gepennt gerade. Also, man macht das optimalerweise so, dass man sozusagen den Wegpunkt auf das Reh schon setzt, wenn es gerade ankommt. Jetzt pushe ich es noch ein bisschen weiter rein. So. Und dann quartiert man die schnell ein und wieder aus, sodass sie direkt abschießen. Der Vorteil daran ist, dass, wenn man Einheiten auf einen Wegpunkt setzt, einquartiert und dann ausquartiert, dann werden sie alle gleichzeitig aus dem Dorfzentrum rauskommen. Und dann schießen sie auch alle gleichzeitig. Wenn man nämlich die einzeln losschickt, um zu schießen, das kann ich jetzt mal kurz zeigen. Dann schießen sie nämlich nicht zur gleichen Zeit, sondern das kann zwei Schüsse von Dorfbewohnern aushalten. Beziehungsweise beim zweiten ist es tot. Jetzt zeige ich es mal eben. Wenn ich jetzt mit denen hier so mache. Okay, jetzt habe ich zu viele ausgewählt. Okay, wenn es nur zwei gewesen wären und die jetzt separat geschossen hätten, dann wäre der Fall eingetreten, dass der eine Dorfbewohner früher geschossen hätte, dann wäre das Reh davon vertrieben worden. Das wäre also wieder ein bisschen weggelaufen. Und jetzt mache ich das einfach mal so. So, na gut, jetzt läuft es von alleine wieder ein bisschen weg. Aber ihr seht, das eine schießt und dann bewegt sich das Reh. Jetzt hat es sich, weil der Scout war, hier so war, schon in die Richtung wieder bewegt. Aber das Prinzip werdet ihr, denke ich, verstanden haben. Also das ist eine Methode, wie man Rehe auch noch anlocken kann. Das ist nicht immer ganz einfach, gerade auch, weil im Online-Spiel sehr viel Lag vorhanden ist. Aber es kann einen sehr, sehr coolen Nahrungsbonus geben, denn das ist ja frei rumliegende Nahrung, die sehr, sehr schnell gesammelt wird. Und vor allem spart man sich dann das Holz, noch eine Mühle zu bauen und muss die Dorfbewohner nicht in Gefahr bringen, sozusagen. Und ja, es ist eine ganz coole Sache, wenn man die Rehe auch noch pushen kann. Man muss es nicht immer machen, es ist aber, wie gesagt, cool, das zu haben. Und jetzt mache ich mal kurz noch ein Szenario, in dem es nicht ganz so einfach ist. Jetzt habe ich das in diesem Szenario die Tiere natürlich sehr, sehr
günstig platziert. So, jetzt habe ich noch das Szenario ein wenig editiert und habe das Wildschwein, das hier vorne war, ein bisschen weiter nach hinten getan. Das wäre ein erschwerendes Szenario sozusagen. Dann habe ich noch zwei Wildschweine platziert, die typisch für ein Arena-Spiel wären. Da finde ich, ist auch noch wichtig zu erwähnen, das eine Schwein habe ich jetzt so platziert. Also die Wälder sind halt jetzt mit den Mauern so symbolisch zusammengebaut, wie das auf einer Arena dann sein könnte. Dann wäre ein Schwein, das außerhalb der Mauern ist, aber in der Nähe eines Tores ist. Und ein Schwein, das in der Nähe einer Mauer ist, aber ohne Tor. Und da werde ich ja gleich noch zeigen, was man da jeweils dann macht. So, jetzt zuerst ein Wildschwein, das ein wenig weiter weg ist. Da kann man jetzt zwei Optionen. Entweder man holt sich den Webstuhl, was natürlich den Dorfbewohner dann gegen das Wildschwein sehr viel resistenter macht. Allerdings ist es immer gut, den Webstuhl so spät wie möglich zu machen, denn das kostet ja, Zeit. Das Dorfzentrum könnte die Zeit benutzen, um einen weiteren Dorfbewohner zu machen. Das kann auf Dauer doch einen wirtschaftlichen Unterschied machen. Und außerdem kann man zum Beispiel auch so Sachen wie ein Drush besser machen, wenn man das Gold sich noch aufgehoben hat. Also es ist eigentlich immer gut, den Webstuhl möglichst spät zu machen. Daher würd ich, also für Anfänger, die noch nicht so gut sind im Anlocken, würde ich schon empfehlen, den Webstuhl zu machen. Also wenn ihr es überhaupt nicht hinbekommt, andererseits, würde ich es auf jeden Fall machen. Aber es wäre besser, sich das schon mal ohne anzugewöhnen. Und ein anderes Szenario, in dem ich es auf jeden Fall machen würde, ist, wenn es starken Lag gibt, weil dann kann man die Dorfbewohner natürlich schwieriger kontrollieren. Auch so Sachen, die ich jetzt zeigen werde, werden dadurch schwieriger. Und dann ist es besser, wenn man so ein bisschen Sicherheit hat. Aber gehen wir jetzt einfach mal von einer Situation aus, in der es nicht so viel Lag gibt und man relativ sicher das Ganze machen kann. So, jetzt holen wir uns mal ein Wildschwein, das ein wenig weiter weg ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon weit genug weg ist, um als gefährlich eingestuft zu werden, aber das machen wir jetzt einfach mal. Und zwar ist es natürlich so, wenn das Wildschwein sehr weit weg ist, dann besteht natürlich die Gefahr, dass der Dorfbewohner auf dem Weg dorthin getötet wird. Und was machen wir jetzt einfach mal? Wir schießen das Wildschwein natürlich wieder zweimal an und jetzt benutzen wir den Scout, um das Wildschwein zu blocken auf dem Weg zurück, damit es eben den Dorfbewohner nicht angreift. So, jetzt läuft der Dorfbewohner hier zurück, wir nehmen den Scout. Und jetzt sind wir, das laufen wir so da rein, dass das Wildschwein ein bisschen blockiert wird. So, ja, nicht wirklich reingekommen. So, da sind wir. Und man muss dabei aber darauf achten, dass das Wildschwein nicht zu großen Abstand auf den Dorfbewohner gewinnt. Man kann auch noch einen anderen Trick machen, und zwar, dass das Wildschwein im Prinzip dadurch ein Schaf blockiert wird. Man kann auch mit Schafen da so reinlaufen oder man kann auch einfach in das Schwein von hinten reinlaufen, sozusagen. Also wenn man als einfach während das Schwein läuft, wenn dem Scout hinten das Schaf in das Schwein reinläuft, dann wird das in der Animation ein wenig blockiert und ist dadurch auch ein kleines wenig langsamer. So, jetzt haben wir das abgegrast, würde ich sagen. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie das aussieht, wenn man auf Arena spielt, schon eine Mauer hat und das Schwein außerhalb der eigenen Mauern in der Nähe eines Tores gespawnt ist. So, jetzt gehen wir einfach mal davon aus, dass der Scout schon mal irgendwo anders unterwegs ist. Das heißt, den können wir jetzt gerade nicht benutzen. Der wäre also zum Beispiel gerade dabei, die Gegner auszukundschaften, was ein Scout ja normalerweise schon macht. Und wenn das Schwein relativ in der Nähe eines Tores ist, kann man das folgendermaßen machen. Man geht mit dem Schaf hin und platziert es so, dass das Tor offen ist. Jetzt kann man einen Dorfbewohner ganz normal nehmen und das Schwein anlocken. Und da das Tor offen ist, wird das Schwein hindurchlaufen und man kann das Tor dann später auch wieder schließen, indem man das Schaf dann natürlich wieder wegnimmt. Und so muss man im Prinzip läuft man nicht Gefahr. Also jetzt habe ich das Schwein sehr, sehr nah an dem Tor platziert, aber wenn das zum Beispiel ein bisschen weiter weg wäre, dann kann es sein, dass es zwar von einem Dorfbewohner angeschossen wird, aber nicht durch das Tor hindurchläuft. Das kann man, wie ich das jetzt mache, kann man das verhindern, mehr oder weniger. Jetzt ist das Schwein hier nicht perfekt, glaube ich, gelandet. Ich werde es noch relativ in der Nähe hier hinkriegen. Ah, es ist ganz gut gelandet eigentlich. So, jetzt haben wir das Wildschwein hier durch auch angelockt. Und wie ihr seht, versuche ich das Wildschwein immer möglichst unter dem Dorfzentrum zu töten. Also auf keinen Fall jetzt irgendwie hier außen irgendwo zu töten oder gar da, wo es gerade steht. Ich wollte das Dorf auf jeden Fall ins Dorfzentrum reinlocken. Es hat auch ein bisschen was mit Timing zu tun. Also habe ich das Timing am Ende noch relativ gut retten können, würde ich sagen. Aber es sollte immer so um dieses Areal herumliegen. Und das hat folgenden Grund, dass wenn ihr nämlich von Wildschwein sammelt, dann kann ein Dorfbewohner da ganze 30 oder waren es 35, ich meine, es waren es 35, Nahrung aufnehmen. Das heißt, es dauert eine Weile, bis es seine Nahrung abliefert. Und da wird es sehr oft nötig sein, dass ihr so eine Zwangsabgabe macht. Also die sammeln gerade und dann müsst ihr so schnell mal Nahrung abliefern, damit die Produktion hier weitergehen kann. Und das wird halt öfters mal nötig sein. Und deshalb ist es ziemlich gut, wenn das Wildschwein direkt unter dem Dorfzentrum liegt. Außerdem, wenn der gegnerische Scout vorbeikommt, da kann man die ganz schnell einquartieren und den Scout abschießen. Das sind also alles sehr coole Sachen. So, jetzt haben wir noch das Szenario, dass hier ein Wildschwein hinter einer Mauer liegt und der aber kein Tor daneben hat. Und da muss man dann folgendermaßen agieren. Man muss ein Stück der Mauer löschen. Das muss man dann später natürlich wieder zuflicken. Am besten baut man dann ein Haus hier.
Und ja, dann geht das natürlich ganz normal wieder. Also man macht hier so eine Lücke, dann schießt man das Schwein an, bis es dann auch kommt. Also sicher gehen, dass es hinterher läuft. Und dann geht es zurück. Und ja, dann diese Lücke auf keinen Fall vergessen. Also dann hier vor ein Haus bauen, nicht dahinter, sondern davor, um die Angriffsfläche des Hauses niedrig zu halten. Und jetzt versuchen wir nochmal hier das Schwein zu timen. Und ich denke, das wird ganz gut hinkommen hier. Und da ist es auch wieder tot. So, jetzt haben wir mal wieder ein Schwein unterm Dorfzentrum. Und ich denke, das war es eigentlich auch schon. Mit den Rehen ist es, wenn sie weiter weg sind, natürlich auch ein bisschen schwieriger. Jetzt habe ich sie ja sehr, sehr nah ans Dorfzentrum platziert. Aber wenn sie jetzt weiter hier hinten wären, ist das Prinzip natürlich immer noch das gleiche. Man muss einfach mit dem Scout immer nur so reinlaufen. Ich würde behaupten, dass das Schwein anzulocken einfach nur Übungssache ist. Das werdet ihr irgendwann im Bauch haben, im Bauchgefühl haben. Es passieren immer wieder Fehler dabei. Mir passiert das auch ständig, dass das Schwein, wenn es dann ankommt, gerade der Dorfbewohner wird einquartiert und dann greift das natürlich einen anderen Dorfbewohner an, die es gerade anschießt. Und dann irgendwie ist es bei mir gefühlt so, dass 81% der Fälle ist, dann den Dorfbewohner angreift, der sowieso schon geschwächt ist vom letzten Anlocken. Das ist manchmal ein bisschen Pech. Aber wenn man es geübt hat, dann sollte es dann nicht so viele Probleme bei geben und man kann das dann irgendwann im Schlaf. Und ihr solltet das auf jeden Fall machen. Also in jeder Build-Order, die ich euch zeige, oder in jeder Build-Order, die ein Profispieler spielt, wird ein Schwein angelockt. Und jetzt zeige ich euch noch etwas klein bisschen Ausgefalleneres, das ich aber selber nicht besonders oft mache. So, folgendes Szenario: Man ist mit dem Scout schon ein bisschen unterwegs, man hat die eigenen Sachen gefunden und man läuft beim Gegner rum. Und was findet man? Man findet ein gegnerisches Wildschwein. Und was kann man da machen? Man kann es klauen. Und das wird natürlich den Gegner aus dem Konzept bringen und einem selbst bringt das nochmal 340 Nahrung umsonst. Und das ist natürlich super. Und das Ganze macht man mit dem Scout. Also wie auch beim normalen Anlocken zweimal draufhauen, damit das die Akku kriegt. Und jetzt ist es so, dass der Scout schneller ist als das Wildschwein. Das heißt, wenn man zurückläuft, muss man so ein bisschen zickzack laufen und immer wieder aufpassen. Und man muss natürlich auch zu Hause die Wirtschaft. Ich tue jetzt mal, mache jetzt mal irgendwas einfach hier hinten. Und jetzt ist genau das passiert, was ich meinte. Das Wildschwein ist zurückgelaufen, weil eben der Scout zu weit weggelaufen ist. Da müsste man das halt wieder angreifen. Und deshalb muss man halt sehr, sehr viel aufpassen, dass eben der Scout nicht zu viel Abstand auf das Wildschwein gewinnt, wenn man das macht. Man muss dann immer so ein bisschen hin und her springen und versuchen, dass dann natürlich auch der Scout bei der ganzen Aktion nicht stirbt. Ich mache das Ganze sehr, sehr selten. Erstmal finde ich es ziemlich assi. Und zweitens finde ich es auch nicht ganz einfach, muss ich sagen, weil das eben auch die Aufmerksamkeit sehr aufteilt natürlich. Und mit dem Eagle Scout, also mit dem Adlerkrieger, der Adlerspäher, der Meso-Sith, ist es ein bisschen einfacher. Aber man muss halt, wenn es am Dorfzentrum ist, muss man das Wild schon dann mit den Dorfbewohnern übernehmen. Und dann kann der Scout auch weglaufen. Man kann ihn natürlich nicht einquartieren beim Eagle Scout, beim Adlerspäher ist es schon der Fall. Aber mit der Kavallerie leider nicht. Also wenn man den Gegner auskundschaftet und dann zufällig über ein Schwein stolpert und sich, sag ich mal, das Selbstbewusstsein hat, so etwas zu machen, dann ist es eine sehr, sehr coole Angelegenheit. Gegen die KI mache ich es selber ab und zu mal. Der Krayguard ist da ein Experte drin mittlerweile. Und es ist insofern sehr, sehr cool, weil man eben zusätzliche Nahrung bekommt und der Gegner Nahrung gestohlen bekommt. Und in der Regel wirft das auch Spieler, die damit nicht so vertraut sind, ziemlich aus der Bahn. Und ja, wenn ihr es machen könnt, würde ich es empfehlen, aber es erfordert Übung und in der Regel schadet es euch selber etwas mehr, wenn ihr es eben nicht richtig macht, weil dann eben der Scout eventuell sogar stirbt oder ihr eben zu Hause an Aufmerksamkeit einbüßt und dann Fehler macht. Also nur wenn ihr es wirklich geübt habt und könnt, dann solltet ihr es machen, ansonsten lasst die Finger davon. Und ich denke, das ist auch alles, was man zu Wildschweinen und Rehen und so weiter sagen kann. Wenn die Rehe ein bisschen zu weit weg sind oder ihr zu viel Lag habt, um die anzulocken, oder wenn es sonst irgendwelche Probleme gibt, dann solltet ihr einfach immer eine Mühle in der Nähe der Rehe bauen oder sie ganz weglassen. Die muss man nicht immer sammeln. Mehr zu den Rehen gibt es da eigentlich nicht zu sagen. Und ja, das war's bis dahin. Ich hoffe, ich kann demnächst mal wieder einen Stream machen oder auch mal ein größeres Video wieder, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe. Das war jetzt in letzter Zeit leider nicht so der Fall. Also ich hoffe, dass es demnächst dann wieder losgehen kann. Und ja, bis dahin wünsche ich euch bei meinen Spielen wie immer sehr viel Spaß und auch natürlich Erfolg.